Laut der Bundesagentur für Arbeit dauert es bis zu 144 Tage, bis eine offene Arbeitsstelle wieder besetzt wird. Der Fachkräftemangel ist seit Jahren spürbar und wird jährlich größer. Um die Unternehmer zu unterstützen, veranstaltete die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 10. September bereits zum dritten Mal das Fachkräfteforum. In diesem Jahr ging es um das Finden und Binden von neuen Fachkräften. Eröffnet wurde das Forum von der IHK-Vizepräsidentin Claudia Meffert. Sie als Unternehmerin weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Gut ausgebildete und qualifizierte junge Menschen sind jedoch die Triebfeder unserer Zukunft hier in Sachsen-Anhalt. Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs müssen wir als Unternehmer und Unternehmerinnen neue Wege beschreiten. Eine gut durchdachte, unternehmensbezogene Rekrutierungs- und Qualifizierungspolitik ist unumgänglich, um kompetenten und interessierten Nachwuchs zu gewinnen und zu binden und um so den Unternehmensfortbestand von morgen zu sichern. Ein Grund für den Fachkräftemangel ist unter anderem das Fehlen junger, ausbildungsfähiger Menschen im ausbildungsreifen Alter und ausgebildete Fachkräfte. Für die Unternehmen ist es daher wichtig, für die junge Generation attraktiv zu bleiben. In den meisten Vorträgen ging es darum, wie wichtig es ist, ein modernes Außenbild der Firma den Bewerbern zu vermitteln. Dr. Annika Jansen hielt einen Vortrag über Recruiting-Strategien, erfolgreiche Instrumente zur Bewerbersuche. In dem Vortrag ging es um den digitalen Wandel der Bewerbersuche. Bernhard Niemann, Geschäftsführer der Niemann Consulting GmbH, stellt sein eigenes Programm kenntihreinen.de vor. Die Firma übernimmt für Unternehmer den fast kompletten Rekrutierungsprozess, angefangen von der Erstellung der Kampagne bis zur ersten Vorauswahl der Bewerber. Für immer mehr Unternehmen wird es fortwährend schwieriger, offene Stellen zeitnah zu besetzen. Der Kampf um die Fachkräfte und Auszubildende läuft weiterhin auf Hochtouren. Branchen sind ja vielleicht auch nicht so beliebt bei der Jugend, eben halt durch Arbeitszeiten an den Wochenenden oder an den Weihnachtstagen oder an den Feiertagen. So, und da muss man natürlich versuchen, eben halt besser drauf einzugehen. Aber es ist natürlich, die Anzahl der Fachkräfte sinkt und deswegen ist es jetzt eigentlich immer nur noch ein Wegschnappen von anderen Fachkräften. Und das kann nicht Sinn und Zweck unseres Landes sein. Mit gezielter Intoleranz zum Erfolg im Recruiting. So hieß der Vortrag von Erik Fischer, geschäftsführender Gesellschafter von Fischer Frisch. Sie unterstützen Firmen in ihrem Konzept. Durch Befragung von Mitarbeiter und Geschäftsführung wird gezielt ein Konzept zur Verbesserung der Unternehmenskultur ausgearbeitet. Die Kultur in den Unternehmen ist ein weiterer wichtiger Punkt zur Fachkräftebindung und Findung. Die neue Generation der heranwachsenden Fachkräfte ist die Generation Z. Die Referentin Felicia Ulrich hielt einen Vortrag: Generation Z, wer sind die und was wollen die? Sie brachte die neue Generation den anwesenden Gästen etwas näher. Die Personalverantwortlichen und Ausbilder lernten so, wie sie die neue Zielgruppe passgenau ansprechen und wie sie die modernen Medien zum Lernen gezielt einsetzen können. Also bis jetzt habe ich 4 Vorträge gehört und da war in jedem was dabei, was ich mitnehmen kann. Ich habe mir schon eine sehr große Stichpunktliste geschrieben. Also da kann man viel einarbeiten in die Ansprache der Bewerber, in unsere Unterlagen, was die Stellenausschreibung anbetrifft, unsere Webseite, um halt einfach noch mehr zu vermitteln, was Bewerber bei uns erwartet. Okay, danke.